Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. Ihr kommt doch jetzt gleich sowas von einer angerannt. Warum kommt ihr immer so angerannt? Ist das mein größter Fan oder was? Carrington will mit dir reden. Hörte sich wichtig an. Okay, ich soll mir Hilfe von einigen der Fraktionen holen, um ins Institut reinzugehen. Und ich habe mich für die Railroad entschieden, weil wir haben schon die Bruderschaft gesehen. Die Minutemen interessieren mich relativ wenig. Und ja. Deswegen sind wir jetzt mal hier, weil die von der Bruderschaft wollten ja, dass ich Dr. Leo hole. Und ja, ich weiß nicht, ob das irgendwie einen Einfluss darauf hatte oder so. Angeblich steht dein Und Institut unter ja. Kontrolle des Widerstands. Ja, keine Ahnung. Wir gehen jetzt hier zur Rail und versuchen mit denen Brauchst ins du Institut irgendwas? reinzugehen. Kannst du dir mal diese Baupläne anschauen? Ein Wissenschaftler namens Virgil meinte, sie würden mir dabei helfen, ins Institut zu kommen. Ich habe natürlich Woher kommt diese gespeichert Sache mit dem vorher. Runner-Chip? Du brauchtest die Frequenz, schätze ich. Wieso? Was macht diese Maschine? Das Institut nutzt Teleportation, um rein und rauszukommen. Mit dem Fänger können wir ihr Signal kapern und mich stattdessen durchschicken. Wir versuchen schon seit Jahren, mehr über Transportmöglichkeiten des Instituts rauszufinden. Viele gute Agenten haben ihr Leben gelassen. Alles vergebens. Dank dir haben wir endlich die Antwort. Teleportation. Dass das Institut so etwas... Naja, machen wir uns an die Arbeit. Das hat jetzt oberste Priorität. Ich will, dass Tüfteltom dir hilft, damit dieses Gerät so schnell wie möglich fertig wird. Okay. Sprich mit Tüfteltum. Tum, was? Bereit, mir die Pläne zu zeigen? Jetzt geht's ums Ganze. Hier bitte. Schauen wir mal, was wir alles brauchen. Ich glaube, mit dem Ach, Minuteman kann war man das sich denn nicht so geschickt? schnell Ein Kind mit einem verscherzen. Maximalstift? Scheiße, das war ein wirklich großes Kind. Oh, Mann! Molekularübertragung über verschlüsselte Radiowellen. Diese Eierköpfe des Instituts sind echt verrückt. Und man kann das Signal mit Hilfe eines modifizierten Transmitters abfangen. Wie ein Piratensignal, verstehst du? Das ist echt krass. Kannst du das Ding bauen, Tom? In den Plänen ist der ganze Hightech-Eierkopf-Scheiß drin. Aber es fehlen jede Menge technische Details. Die zu ergänzen wird eine Weile dauern. Das Teil hier, die stabilisierte Reflektorplattform. Dafür brauchen wir nur etwas hochwertiges Metall. Das sollte kein Problem sein. Bis du das Ding fertig hast, sollte ich auch mit dem Rest durch sein. Alter. Und der nächste Schritt? Die Teile für die Plattform bekommen wir zusammen. Das ist kein Problem. Aber wo sollen wir sie bauen? Wir werden eine Menge Platz brauchen. Das Baby ist riesig. Ich weiß, dass Pam nach einer guten Stelle für einen neuen Unterschlupf gesucht hat. Da hätten wir eine Werkstatt und viel Platz. Und den Segen ihrer Vorhersagealgorithmen gibt's noch dazu. Sobald du den Unterschlupf vorbereitet hast, bringen wir das Material vorbei. Oder du baust deine eigene Plattform, irgendwo anders. Deine Entscheidung. Wäre es so schön, die Missionsdaten mal vor dem toten Briefkasten zu erhalten. Nur einmal. Okay, Pam. Bist du wirklich den Weg der Freiheit gegangen? Allein? Nehmen wir ran, Bestätigt. Glaube ich. Agent Professor ist hier. Ah, Ich er habe steht. eine Mission für Sie. Sofern die Effektivität des Verkehrsablaufs nicht erhöht wird, steigt täglich das Risiko, dass die gesamte Organisation kompromittiert wird. Lösung: Ein neues Verteilungszentrum muss entstehen. Ich darf eine neue Basis einrichten? Fett? Triglyceride sind für diese Unterhaltung irrelevant. Fahre fort mit Missionsinformationen. Befrieden Sie den Zielort. Befestigen Sie die Position zum Schutz aktueller und künftiger Railroad-Posten. Das neue Verteilungszentrum trägt den Codenamen Unterschlupf Mercer. Kann ich hier nicht in meine Basis bauen? Ja, noch besser. Okay. Jamaica Plane. Die Welt ist gefährlich. Für jeden, der mir im Weg steht. Aber Die toll, nicht. Dreckschweine. Ich komme, ich bin ja auch teleportieren, ne? Jamaica Plane. Ah. Machen wir mal. Wir haben also ein. 8%, ey. Wo ist da bitte schön Platz? Irgendwie ist da gar kein Platz. Wenn ich mich nicht irre. Oh, ich bin jetzt alleine, merke ich gerade. Oh, nee. Ist nicht gedacht, dass ich jetzt noch irgendwo rein muss.
Okay, die Bruderschaft hat mir, glaube ich, nicht erlaubt, überall so einen Teleporter zu bauen, ne? So ein Teleporter bei mir auf dem Dach, das fehlt doch noch. Ich kann trotzdem mehr Dinge einbauen, ne? Oh, die Reflektorplattform. Soll ich mir bauen? Oh, Spezial. Oh, warum nicht? Und trotzdem hier Schutzdinger hin, weil ich muss so oder so eben bauen. Jetzt war niemand, der angegriffen werden könnte, weil ja nichts an Essen, also ist aber trotzdem. So, was? Oh, ein Geschütz. Was ist auch? Okay. Ja, einfach Mission ab. Erfahrungspunkte nehme ich an. Muss ja nicht unbedingt da Ding bauen. Ne? Wenn, dann würde ich das schon in meine Basis bauen. Weil man bekommt, glaube ich, ein Gerät, womit man sich da rein teleportieren kann, aber trotzdem. So. Geh weg, ich habe keine Zeit für Autogramme. Ah, hier ist falsch. Carrington will mit dir reden. Ja, ich weiß. Gott verdammt. Wo ist Pam? Alles dazu verlieren ist ein schwerer Schlag. Guck mal, wie es wieder weitergeht. Setze Mensch-Maschine-Interface auf. In Ordnung. Guten Abend, Agent. Laut meinen Daten wurde Unterschlupf Mercer eingerichtet. Ich habe den Standort eines Geheimverstecks für verdeckte Operationen. What? Dort befindet sich Ausrüstung, die unsere Organisation benötigt. Die Railroad-Anführerin hat sie gebeten, das Geheimversteck vor Feinden in der Umgebung zu sichern. Geheimversteck aus der Vorkriegszeit, was? Das wird interessant. Verbale Antwort konnte nicht verarbeitet werden. What? Das Geheimversteck ist verborgen. Gemäß taktischer... Also random Sachen, so wie bei Dingens, oder was? ...diesen RFID-Gerät finden und entriegeln Sie das Versteck, sobald Sie in der Nähe sind. Nett. Hört sich nach Hightech an. Korrekt. Das Versteck gehörte der Defense Intelligence Agency. Die technologischen Fähigkeiten der DIA waren fortgeschrittener als die zahlreicher Regierungsabteilungen. Sie müssen das Versteck nur sichern. Also ich soll da einen Teleporter und so bauen. Abtransportiert. Beende Mensch-Maschine-Interface. Okay. Okay, lassen wir das erstmal. Ich will hier das machen. Ich muss das nicht hier bauen, oder? Kann auch da bauen, hat er gesagt. Ne? Ein Geschütz beschützt mich dann davor. Ich glaube, das Ding geht doch auch kaputt, nachdem ich das einmal benutzt habe. Ne? War bei Bruderschaft so. Egal, gehen wir jetzt da rein und hoffentlich werden die nicht alle auf uns losgehen. Ja, das wäre sehr, sehr doof. Okay, ich, da müssen wir dann den Jamaika Plane machen. Mission von der Railroad und von der Bruderschaft offen. Also wenn ich mich jetzt im Institut anschließe, müssten die sich eigentlich nicht gegenstellen. Ja, und hier bauen. Hey, warum nicht? Schon immer mein eigenes Ding in die Arme. So, ich speichere aber noch mal kurz hier. Zur Sicherheit. Railroad geht nicht auf uns los. Bruderschaft sind die Missionen auch noch alle an. Also darf noch nichts eigentlich passieren, ne? Okay.
Triforce irgendwo hier hinbauen. Boah, warum müssen wir jetzt nochmal zurück? Ey. Ja, ich muss mir ein Teil abholen, ne? Verdammt, warum muss ich jetzt hier mal hin und her rennen? Und dauert das nicht so lange, sich da rein zu teleportieren, ja. Ja, ich weiß, Carrington will mit mir reden, lass mich in Ruhe. Hast du die Plattform schon fertig? Tick-Tack, Tick-Tack. Ich warte auf gute Neuigkeiten. Leck mich doch. Hab ich. Die Plattform ist bereit. Und ich habe die Details der Pläne ergänzt. Jetzt können wir das Teil wirklich bauen. Die Technologie, die hinter dem Ganzen steckt, ist echt abgefahren. Die Bauteile sind zum Glück eher alltäglich. Aber es gibt drei Sachen, die ich mir nicht einfach aus unserem Unterschlupf holen kann. Wenn du die findest, kommen wir in die Höhle des Löwen. Okay. Oh, die Konsole und Transmitterschlüssel. Ich mach mich gleich auf die Suche. Ja, je eher du das erledigst, desto besser. Wenn du das Zeug zusammen hast, treffen wir uns am Bauplatz. Okay. Sensormodul. Hubris Comics, was? Das ist optional, ne? Ich habe da, glaube ich, ein Sensormodul, ne? Das ist alles da passen bei mir, hallo? Okay. Das funktioniert so und ich habe nicht voll alles verschwendet. So einen bestimmten Punkt kann man sich doch bestimmt hier mit allen Fraktionen ja anschließen, ja, anfreunden und so. So. Na, was für Dinge muss ich jetzt noch bauen? Kommt dahin. Dann kommt der Teil noch hier hin. Oder ist so weit weg, ehrlich? Aber ich habe gleich keinen Platz mehr hier, irgendwas zu bauen. Noch da kam Platz mehr, was zu bauen. Verdammt, nehmen wir ihn weg hier. Na, gute Frage. Ponys, die bleiben ja. Frage, was packe ich denn jetzt hier weg? Also so komprimiert wie möglich alles hier gebaut. Ich wollte eigentlich die Hantel nehmen. Ich wollte eigentlich die Hantel einlagern, aber okay. Gott, verdammt. So wie dazu. Gut, nochmal. Ist mal ein bisschen professioneller, Professor. Oh. Was? Oh. Hey.
Gott verdammt. Wo ist, muss ich noch mal zu ihnen zurück? Eine blöde Dinge abholen, ey. Gott verdammt. Ist ein Nachteil, wenn man seine Basis so hoch über den Boden baut. Ich muss mir mal eine Vault bauen. Ich muss mal irgendwann eine DLC mal runterladen, hallo. Ich glaube, dazu komme ich nicht mehr. Vor dem Luca Cola DLC. Na, wo ist dieser Carrington? Carrington hat nach dir gefragt. Ja, ist gut. Hier, was willst du, verdammt? Hey, Doc. Ah, gut, da bist du ja. Es ist da was passiert. Eine Raiderbande hat einen unserer Agenten entführt. Codename Amsel. Das Interessante daran? Wir dachten, er sei... Klar, Desdemona klammert sich an die vage Hoffnung, dass A. Amsel noch lebt und er uns B. sagen kann, was mit den Zünds in Augusta passiert ist, als der Unterschlupf... Das habe ich doch im vorigen also Spielstand gemacht. Ich werde versuchen... Wie du meinst. Nein, du findest an... Warum sagst du mir nicht direkt? Hast du die Plattform schon fertig? Ja. Hab ich. Die Plattform ist... Und ich habe die Technologie, die... Aber es gibt Druck, wenn du die findest. Ich mach mich gleich auf die... Ja, je eher, wenn du das Zeug zu... Zeug. Ja, da geh ich doch nicht hin. Nicht Sensormodul. Oder ist dafür da, damit man nicht diese Satellitenschüssel oder so extra bauen muss, ne? Keine Ahnung. Okay. Nochmal speichern vorher. Oh, verdammt. Hey. Du bist gefallen. Fester. Okay. Bist du denn schon wieder hier hin? Also mit dem Platz, Mann. Wobei die jetzt da steht, oder? Du blöde Tusse, geh da weg. Ich kann auch bestimmt jetzt nicht bauen, weil die da steht, ne? Du blöde. Geh da weg. Ich habe immer noch keinen Platz. Scheiß auf Gartenarbeit. Curry ist sowieso nicht mehr hier, die war die einzige, die sich darum gekümmert hat. So. So, alles an. Alles klar. Speichern. Ich gehe auf Nummer sicher. Also sowieso schon zu spät. Habe ich schon für den hier das Ding gebaut. Der ist Desdemona. Wie ist der Status? Das Ding läuft, der ist. Weiß nicht, wie lange bevor sie überlegt. Das Institut ist riesig und unbekanntes Gebiet für uns. Bevor wir da irgendetwas planen können, musst du noch was erledigen. Was ich dir jetzt erzähle, ist eines der bestbehüteten Geheimnisse der Rainbow. Es ist an der Zeit, dass du erfährst, wer der Patriot ist. Der Patriot? Es gibt einen Mann im Institut.
Pilot, vielleicht auch eine Frau, das wissen wir nicht genau, der den Zünds zur Flucht verhilft. Dutzende von Zünds verdanken ihm sein Leben. Wir wissen aber nicht mal, wie er heißt. Und es gibt keine Möglichkeit, ihn zu kontaktieren. Also haben wir ihm den Codenamen Patriot gegeben. Wenn dein Plan funktioniert und du ins Institut gelangst, musst du für uns den Kontakt zu ihm herstellen. Wie soll ich Kontakt zu ihm aufnehmen, wenn ich nichts über ihn weiß? Der Patriot hat einen Weg gefunden, uns Nachrichten zu schicken. Das Gelingen des Plans hängt davon ab, ob wir diesen Weg ebenfalls nutzen können, um ihm zu antworten. Okay, ich werde mein Bestes tun. Tom hat eine Nachricht verschlüsselt, die für den Patrioten gedacht ist. Sobald er sie erhält, What? Wird er dich kontaktieren, bis du ihn kontaktierst. Und ja, wahrscheinlich auch noch hier. Danach darfst du nicht aufhalten. Du musst sie infiltrieren. Schaffst du das? Unsere Augen und Ohren im Institut zu sein. Ich bin bereit. Du schaffst das. Kann ich glaube an dich. Stell dich auf die Plattform, dann gebe ich dir das Holoband. Verbinde dich mit dem Institutsterminal. Warum gehst du mir erst nicht jetzt auf Antwort. Tom, sprich mit mir. Diese Frequenz wird nur einmal funktionieren. Du weißt, wer macht nicht zweimal den gleichen Fehler. Okay. Und wieder geht's ins Institut rein. Nicht bewegen! Ich muss alle deine Moleküle erfassen. Ich hoffe, ich erwische sie alle. Sind ja nur ungefähr 60 Trillionen. Okay. Spendieren wir deinem Baby etwas Saft. Mal sehen, was es so drauf hat. Nimm das Holoband hier. Du wirst es brauchen, um den Patrioten zu kontaktieren. Oh, Mann! Keine Sorge! Das gehört alles zum Plan! Tom, tu, was auch immer nötig ist, um ihr Vertrauen zu gewinnen. Lüg, sag ihnen, was sie hören wollen. Denk dir eine Tarnung aus und verkauf sie ihnen. Komm schon, ich glaube, ich hab's. Schalte auf das Institutssignal. Sammle so viele Informationen wie möglich. Über Synths, über die Pläne des Instituts. Finde ihre Schwächen. Wenn wir das Institut ausschalten oder vernichten wollen, müssen wir das tun. Steck das Honoband in ein Terminal, dann wird sich der Patriot melden. Das muss er einfach. Hab die Frequenz! Es funktioniert! Finde Wo macht er das? Möglichkeit, sie zu retten. Niemand. Aus. Kommt nicht zu Ende reden. Und wir sind wieder hier. Im Institut. Okay. Alles, was ich jetzt mache, könnte jetzt vielleicht auch nicht bleiben oder auch nicht, je nachdem, wie es hier alles ausgeht. Oh Gott. Ja, ja. So, wer dabei ist. Hier, warte, steckt das hier in einem beliebigen Institut? Ja, der Patriot ist gut. Okay. Was hat Ich bin automatisch mal rausgenommen. Dann. Ups. Weich, fortschrittliche Systeme. Ich glaube, wir wetten, dass das Dr. Lee ist. Ich hoffe, das ist jetzt nicht schon. Hallo. Hallo. Ich habe mich gefragt, ob du es schaffen wirst. Du bist ziemlich einfallsreich. Man nennt mich Vater. Das Institut wird von mir geführt. Ich weiß, warum.
Und du hier bist. Ich möchte mit dir reden. Von Angesicht zu Angesicht. Geh bitte in den Aufzug. In die Anstalt. Eine ewig lange Fahrt hier mit dem Teil. Des Instituts. Dieser Ort, diese Leute, unsere Arbeit. Die mich nicht angreifen, ne? Seit über 100 Jahren widmen wir uns dem Überleben der Menschheit. Jahrzehnte der Forschung, unzählige Experimente und Hürden. Eine Vision, wie die Wissenschaft die Zukunft formen kann. Es war nie einfach und unsere Aktionen werden von denen über der Erde oft falsch interpretiert. Eines Tages können wir ihnen vielleicht zeigen, was wir geleistet haben. Bis dahin müssen wir im Untergrund bleiben. Das Risiko wäre einfach zu groß. Wie du gesehen hast, sind die Dinge oben instabil. Ich möchte dir erzählen, was wir tun können für alle. Aber das kann warten. Du bist aus einem bestimmten persönlichen Grund hier. Wegen deines Sohnes. Ja. Ah, okay. Sean? Was? Ja, ich bin Sean. Sean? Oh mein Gott, du bist es wirklich. Wer bist du? Sean. Vater, was ist los? Was geschieht hier? Ich bin dein Papa. Sean, alles okay? Du bist nicht verletzt, oder? Was ist los? Vater? Vater! Was soll ich tun, Sean? Was kann ich tun? Ich kenne dich nicht. Geh weg. Vater, erkennst du mich nicht, verdammt? Hilf mir. Hier ist jemand. Hilf mir. Wer ist Vater? Wo ist er? Vater? Vater, hilf mir. Er will mich entführen. Vater? Vater, hilf mir. Sean. S923. Rückrufcode Cirrus. Faszinierend. Was? Aber enttäuschend. Das Kind hat überhaupt nicht wie erwartet reagiert. Er ist nur ein Prototyp. Erst jetzt befassen wir uns mit den Auswirkungen extremer emotionaler Reize. Bleib bitte unvoreingenommen. Ich sehe, dass du emotional bist und auf deinem Weg hierher viele Probleme hattest. Beginnen wir von vorn. Ich bin Vater. Willkommen im Institut. Hi, bitte bring mich nicht um. Vater? Das ist dein Name? Dein Titel? Vater ist mein inoffizieller Titel. Das bin ich für die Leute des Instituts. So wie du es für deinen Sohn bist. Für Sean. Ich mache es ganz einfach. Wo ist mein Sohn? Er ist hier. Im Institut? Näher, als du denkst. Aber du musst erkennen, dass diese Situation weitaus komplizierter ist, als du es dir hättest vorstellen können. Du bist weit gereist und hast viel erlitten, um deinen Sohn zu finden. Deine Hartnäckigkeit und dein Engagement wurden belohnt. Schön, dich endlich zu treffen. Nach dieser langen Zeit. Ich bin's. Ich bin dein Sohn. Was? Wie ist das überhaupt möglich? Ich weiß, das ist ganz schön viel.
Oh mein Gott, was für ein Plot Twist. Ich habe nicht mitbekommen, wie die Zeit vergeht. Du bist aus der Kapsel gekommen und hast deinen verlorenen Sohn gesucht. Aber dann hast du erfahren, dass dein Sohn ein 10-jähriger Junge ist. Du hast geglaubt, dass 10 Jahre vergangen wären. Ist es so schwer zu akzeptieren, dass es 60 Jahre waren? Das ist die Realität. Hier bin ich. Kellogg war ja auch Sint, oder? Und jetzt waren noch nicht 60 Jahre. Sie haben dich gestohlen, entführt. Das war nicht richtig. Richtig, falsch, irrelevant. Es war notwendig. Für das Institut hing davon die Zukunft der Menschheit ab. Damals, im Jahr 2277, das steht da nicht, hatte das Institut große Fortschritte bei der Synth-Produktion gemacht. Aber das reichte nicht. Wissenschaftliche Neugier und das Streben nach Perfektion trieben sie an. Was sie wollten, war die perfekte Maschine. Also folgten sie dem besten Beispiel, dem Menschen. Er geht, spricht, kann sich ausdrücken, ist zu allem fähig. Ich sehe schon, wohin das führt. Dann verstehst du vielleicht schon, warum das Institut mich holen musste. Das Institut wollte synthetisch-organische Wesen erschaffen. Der logische Ausgangspunkt war natürlich menschliche DNS. Es gab reichlich, ja, aber es war alles verunreinigt. In diesem Ödland war jeder von der Strahlung betroffen. Trotz ihrer Versuche, sich vor der Welt da oben zu schützen, wurden Institutsmitglieder der Strahlung ausgesetzt. Sie brauchten eine neue Quelle. Dann hat das Institut mich gefunden, nachdem es Aufzeichnungen aus Volt 111 entdeckt hatte. Ein Säugling. Eingefroren und geschützt vor den Mutationen. Ja, und ich sollte so ein Ersatz werden, ne? Falls das nicht geklappt hätte. Menschliche Zelle im Commonwealth eingeschlichen hat. Sie brauchten mich. Meine DNS war die Grundlage der synthetisch-organischen Lebewesen, aus denen alle menschenähnlichen Synths hergestellt wurden. Ich bin ihr Vater. Durch Wissenschaft vereint. Die Synths, ich und du. Du warst die ganze Zeit hier unten? Das war ich. Ja, du hast bestimmt Fragen. Bitte, nur zu. Ich möchte dir helfen zu verstehen. Okay, aber erstmal möchte ich, kann sogar hier speichern, ausgezeichnet. Würde ich hier speichern und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich alle fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.